Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede und zwar habe ich mir hier den dunklen Wombat einmal rausgesucht. Dieses Mount gibt es auch wieder in verschiedenen Farbvarianten, die ich euch natürlich dann auch wieder in einem extra Video zeigen werde. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns als allererstes einmal das Mount Special an. Und ich muss sagen, es ist relativ unspektakulär tatsächlich. Also er dreht so ein bisschen den Kopf links, rechts, das war's. Diese Wombats sind ehrlich gesagt auch nicht meine Lieblingsmounts. Dennoch werde ich euch jetzt einmal zeigen, was wir genau machen müssen, um dementsprechend das Mount herstellen zu können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt, dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis des, der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so mal weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali, die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir jetzt zum Plan Dunkler Wombatter. Und hier befinden wir uns jetzt einmal hier unten bei den Koordinaten 64, 36. Und den Plan, da müssen wir ein bisschen hochjumpen oder einen Goblin-Gleiter nutzen, je nachdem, was euch lieber ist. Der Plan befindet sich hier oben in dem Käfig drin. Ja? Wir müssen quasi auf dem Stein rauf. Es gibt mehrere Optionen. Wenn ihr geht auf die Pyramide hoch, wo auch schon der andere Plan drin war, gleitet hier runter. Das habe ich mit dem Twink gemacht. Oder ihr habt halt irgendeine Fähigkeit, wo ihr hier so hochhüpfen könnt. Ne? Normaler Sprung wird nicht gehen. Mit dem Druid-Jump komme ich hier halt hoch. Ihr könnt natürlich auch alternativ auf Ventier umskillen. Für viele andere Pläne bräuchte man eh den Ventier. Den werde ich mir jetzt halt dann auch holen. Das macht es dann alles ein Ticken einfacher tatsächlich noch. Also, dann haben wir jetzt einmal den Plan rausgelootet. Dunkler Wombatter. Ich zeige nochmal auf der Map, wo wir genau sind. Also hier unten bei den Koordinaten 64, 36. Sobald ihr euch dann den Bauplan für den dunklen Wombat besorgt habt, könnt ihr den hier einmal herstellen und dafür braucht ihr folgende Materialien. Wir brauchen 400 Genesis-Partikel, nee, 450 sogar. Dann brauchen wir einmal das schlundgeschmiedete Zaumzeug und wir brauchen dann ein Wombat-Gitter. Und sobald wir die Materialien haben, können wir das Ding herstellen. Wo ihr die bekommt, das zeige ich euch jetzt mal. Dann kommen wir zum ersten Item und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs
haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die 2 immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit heranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes hier zum Wombatter-Gitter. Das können wir von den ganzen Wombatter-Mobs kriegen. Ich befinde mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 37, 67 und da gibt es ein paar Wombatter-Matronen und die können das unter anderem droppen. Zusätzlich gibt es hier auch noch einen Rare, der hier spawnen kann, der das dementsprechend auch droppen kann. Und zwar ist es der hier, Soranos schimpft sich der. Den könnt ihr auch öfter umhauen. Hat halt auch jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Dropchance. Leider gibt es nicht sonderlich viele Wombatter hier. Um den See sind 1-2 rum und halt der Rare. Da könnt ihr es dann einmal farmen. Dann schauen wir uns mal an, wo wir das schlundgeschmiedete Zaumzeug herbekommen. Und das wird jetzt ein bisschen schwieriger tatsächlich. Wir müssen einmal in die Raid-Instanz rein. Und zwar Mausoleum der Ersten. Und dort müssen wir dann den ersten Boss töten. Wir können das leider nicht im LFR machen. Ihr könnt es im NHC, HC und Mythica mal angehen. Der erste Boss muss einmal gelegt werden. Und dann müsst ihr dementsprechend hier das Portal nach rechts benutzen.
und ein paar Trash-Mobs töten, bis ihr hier eine Truhe freigespielt habt. Und in dieser Truhe ist dieses Ding drin. Ihr könnt das für 3 verschiedene Mounts nutzen, heißt, ihr braucht das 3-mal, wenn ihr alle Mounts craften wollt. Und es ist hier so, dass ihr es auch 3-mal looten könnt. Ihr müsst aber noch ein bisschen was machen, um diese Kiste freischalten zu können. Ich habe das in der Gruppe gemacht, wo die Leute schon eine ID hatten, um dementsprechend dann einfach die Ressource einmal zu holen. Ich kann euch das jetzt hier einmal zeigen. Und zwar, wir sind jetzt hier, seht ihr auf der Map, dran, wo ich euch eben gezeigt habe. Hier ist diese Kiste unter meinem Rare-Tracker. Und wichtig ist, dass ihr diesen Zuchtmeister Xypro nicht tötet. Den braucht ihr nämlich. Die Kiste hat nämlich, wie ihr seht, hier ein Schild drauf. Und wir müssen dieses Schild erstmal entfernen. Wie entfernen wir dieses Schild? Wir müssen diesen Mob töten und einen Schlüssel looten. Wir können ihn aber nicht einfach so töten, sondern wir müssen ihn töten, während er einen Buff hat. Und zwar ist es so ein Synergie-Buff. Diesen Synergie-Buff bekommt er, indem der Mob stirbt, während ihm quasi diese illegalen Sammler umgeben. Heißt, man pullt den Mob, haut ihn ein bisschen runter und dann zieht man ihn zu einer Gruppe illegaler Sammler oder die illegalen Sammler zu ihm und tötet ihn, dann droppt einen Schlüssel. Den Schlüssel kann man verwenden, um die Kiste aufzumachen und dann können alle das Zeug looten. Ich kann jetzt mal ein bisschen hier vorhoppen. Ihr seht, wir haben den Typen gepullt, haben ihn dann runtergehauen und jetzt haben wir hier diese illegalen Sammler hergepullt, ne? Und indem wir die ranpullen, bekommt er jetzt dann seine Stacks und erst dann dürft man ihn töten. Ihr seht, er hat 3 Stacks jetzt hier oben und jetzt ratschen wir ihn quasi runter. Wenn er gebufft ist, macht er ein bisschen mehr Schaden, wird es ein bisschen eklig, deswegen sollte man ihn vielleicht eher am Anfang erst ein bisschen low hauen, dann ist es ein Ticken einfacher. Die Sammler kann man danach natürlich auch töten. So, der Typ stirbt jetzt und wenn man jetzt einmal reinlootet, kriegt quasi einer aus der Gruppe einen Schlüssel. In dem Fall war das tatsächlich ich, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, ich habe den hier, seht ihr, einmal im Inventar den Schlüssel. Ihr müsst den dann aktivieren, ja. Also wenn ihr jetzt auf die Kiste draufklicken wollt, steht verschlossen dran, das geht nicht. Ihr müsst quasi dann im Inventar, also der Spieler, der ihn bekommen hat, hier seht ihr es, Sicherheitsüberbrückungskugel schimpft sich das Ding, müsst es dann einmal aktivieren. Wenn ihr es aktiviert habt, verschwindet die Blase und dann könnt ihr das looten. Und ihr seht, ihr könnt da mehrmals draufklicken, ja. Ihr braucht dieses Ding, wie gesagt, 3-mal. Das hat auch ein quasi Maximum von 3-mal, also ihr könnt es auch nicht mehrmals rauslooten. Wenn ihr weiter draufklickt auf diese Kiste, dann kriegt ihr es quasi in der Post nochmal geschickt und könnt es dann nochmal beim Händler verkaufen oder wegschmeißen. Also am besten einfach die Kiste dann so lange spammen, bis ihr es 3-mal im Inventar habt. Das buggt dann teilweise ein bisschen. Und ja. Mehr ist es tatsächlich nicht, sprich einmal in den Raid rein, diesen Zuchtmeister pullen, zu den Sammlern hin, während er die Buff hat töten, einer kann den Key looten, den an der Kiste einsetzen und dann können alle die Kiste plündern und das macht ihr einmal und dann habt ihr quasi für alle Mounts eure Ressource zusammen. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.